Die Merkel-Raute. Schon wieder. Ja, das ist beruhigend, Freunde. Genau aus dem Grund mache ich das auch, um euch zu beruhigen. Ich bin schon ruhig. Wo fange ich am besten an? Wo fange ich am besten an? Wir haben Sunday Morning, wunderschöner Sonntagmorgen. Ja, in der Hälfte des August 2019. Ich sitze hier Sonntagmorgens, während noch ganz viel schlafen, vor der Kamera in meinem Lieblingshemd und habe eine kleine Geschichte für euch. 2013 hatte ich meinen letzten Fitnesswettkampf. Vizedeutscher Meister bei der NAC, deutscher Paarmeister, glaube ich, war man noch bei der NAC. Und danach wurde es ruhig um Mr. T. Nein, ich habe nicht erzählt, dass ich meine Karriere abbrechen. Ich erzähle jetzt auch nicht, dass ich mein Comeback feiern werde. Ja, die kleine Geschichte mit großen Auswirkungen. 2013, letzter Wettkampf, und 2014 einen Burnout. Einen Burnout, der sich angekündigt hat, und zwar schon über einige Monate. Perfektionismus war mit einer der Faktoren, was dazu beigetragen hat, dass er entstanden ist. Ein Burnout entsteht nicht nur durch eine bestimmte Verhaltensweise, sondern ein Burnout besteht aus mehreren Komponenten. Und zwar Perfektionismus über 13 Jahre. Ich glaube, weit über 100 Shootings. Wir haben gemeinsam, meiner Frau haben wir tausende von Bildern, viele nicht veröffentlichte Bilder, und da war immer, ja, den Anspruch an mich selber, wenn ich von der Kamera bin, muss es perfekt sein. Perfekter Body, perfekt in Szene gesetzt, das war ein Selbstläufer. Also dieser Perfektionismus in gewissen Bereichen hat mich da auch schon länger verfolgt. Mit dafür verantwortlich war auch der Wettkampfsport. Denn da gilt es eben, nur wer 100% bringt, wird natürlich auch ganz vorne auf dem Treppchen stehen. Und somit tragen da ziemlich viele Komponenten dazu bei, dass irgendwann es mal zu einer Überlastung kommt. Über 100 Fotoshootings, perfekte Bilder. Ab 2000 nonstop jedes Jahr Wettkampfvorbereitung, immer zwei Wettkampfvorbereitungen. In einem Jahr bei der Geburt unserer Tochter nur eine Wettkampfvorbereitung. Ansonsten immer zwei Wettkampfvorbereitungen, Frühjahr, Spätjahr. Das heißt, das ganze Jahr immer mit dem Fokus ganz vorne zu landen. Immer mit dem Fokus maximale Ergebnisse zu liefern. War natürlich ein Druck da, der sich auch von Jahr zu Jahr gesteigert hat, weil man natürlich von Jahr zu Jahr das Treppchen etwas höher gestiegen ist. Anfänglich waren die nationalen, internationalen Plätze jetzt nicht so gut, aber so Step by Step wurden wir gemeinsam immer ein Stückchen besser. Sei es in den Wettkämpfen, sei es bei Fotoshootings. Wurden wir immer ein bisschen besser. Und entsprechend dessen war der Anspruch von uns selbst und der Anspruch von außen sehr, sehr hoch, dass wir jedes Mal unter den Top 3 landen, was uns auch bis auf wenige Male gelungen ist. Sei es im Einzelnen, sei es im Paar, Vize-Weltmeister, Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, im Paar, im Einzelwettbewerb, Mr. Universum, Mr. World, das komplette Programm. Jedes Jahr nonstop. Irgendwann war es so, dass wir Wettkämpfe gemacht haben, Pokal ins Regal, weiter geht's. Nächstes Shooting, nächstes Shooting, nächstes Shooting. Immer ganz vorne mitspielen. Immer den Anspruch, vorne mitspielen zu müssen. Ja, und dazu kamen noch geschäftliche Projekte, neue geschäftliche Projekte, die jetzt nicht unbedingt mein liebstes Kind waren, weil sie nicht ganz von meiner Seele kamen, weil von außen Menschen auf mich zukamen,
die mir mehr oder weniger versucht haben, was abzulocken, was zu tun, was letztendlich nicht meins war, nicht mein Baby war. Das führte auch zu einer Überlastung dazu. Und somit war es über Jahre hinweg immer so ein Gefühl, kurz davor einen Vogel zu bekommen. Also wirklich innere Unruhe. Es kam dazu, dass der Schlaf nicht mehr gut war. Es kam dazu, ja, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe draußen. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe Menschen gemieden. Ich bin zu Hause in die Wohnung und habe die Wohnungstür. Das war das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, dass ich nach Hause kam und die Tür von innen abgeschlossen habe. Das war um 8 Uhr, 20 Uhr. War völlig untypisch, weil normal mache ich das erst um 22 Uhr. So hinter mir die Tür abschließen, hinter mir zumachen, hinter mir mich abschirmen, mich von der Gesellschaft zurückzuziehen. Ich bekam zu der Zeit, beziehungsweise ja, das war 2014, der Auslöser, der Erstauslöser. Der Erstauslöser war Berlin. Wir machten immer über Weihnachten so eine Städtereise, wo wir in irgendeine fremde Stadt gegangen sind. Also von Venedig über Paris, über alle möglichen schönen Städte. Und da waren wir in Berlin. So, und in Berlin, zweiter Tag, ich glaube, das war der 25. oder 26. Dezember, waren wir auf einer Einkaufsstraße, circa 300, 400 Meter weg von unserem Hotel. Wir liefen oder wir laufen meistens zu Fuß. Ja, und dann stehe ich auf einem Platz, schaue in ein Schaufenster. Ja, und auf einmal möchte ich mich bewegen und meine Füße haben meinen Befehlen nicht mehr gehört. Das heißt, ich stand auf der Stelle und konnte keinen Fuß vor den anderen machen. Erste Sekunde, zweite Sekunde. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was ist jetzt passiert. Das war ein unheimlicher Moment in dem Moment. Unheimlich, weil die Sekunden vergingen ganz langsam. Und dann kommt im Kopf so dieses Denken, was ist jetzt passiert? Du gibst deinen Beinen ein Signal, aber die bewegen sich nicht vorwärts. Was ist los? Noch eine Sekunde, wie eine Ewigkeit. Da schaue ich meine Frau an. Meine Frau schaut mich an, meine Tochter stand daneben. Und ich wusste erst gar nicht, was ich ihr jetzt sagen soll. Weil wie wird sie darauf reagieren? Wie wird sie darauf reagieren? Und dann sage ich ihr zu ihr, du Schatz, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und sie, was? Sagt sie, Andreas, bitte, jetzt hör auf mit dem, jetzt mach nicht wieder so blöde Scherze. Sage ich zu ihr, Corinna, das sind keine Scherze. Es ist kein Scherz. Und in dem Moment hat sie meinen Gesichtsausdruck gesehen, hat auch meine Panik gesehen. Und dann ist sie ruhig geblieben und hat gesagt, Andreas, jetzt atme erstmal schön tief durch, beruhig dich erstmal. Ich habe mich auch dann versucht zu beruhigen. Ich habe schon Schweißausbrüche gekriegt, also richtige Schweißausbrüche. Das war im Winter, da war es eiskalt, mir ist Wasser runtergelaufen. Ja, und du stehst da und denkst, warum kann ich mich verdammt nochmal nicht mehr bewegen? Warum hören meine Füße, meine Beine nicht mehr auf meine Befehle? Was ist jetzt kaputt? Und durch mein Berufsbild, Gesundheitstrainer, Ernährung, die ganze Geschichte und auch diese Vorgeschichte, weil ich wusste, ich hatte innere Unruhe, ich wusste, ich schlafe nicht mehr so gut, ich hatte völlige Überlastungssignale von Augenzucken, unruhige Füße, leichten Tinnitus, ständiges Grübeln, wusste ich, Kollege, im Moment weiß dir gerade dein Nervaler, Organismus die Grenzen auf. Das heißt, dein Körper zieht im Moment gerade den Stecker. Ja, dann bin ich auf der Stelle gestanden und sage zu meiner Frau, ich kann jetzt ein Taxi rufen, 300 Meter ins Hotel fahren, das ist Unsinn. Dann habe ich mich konzentriert und habe mich wirklich so runtergefahren, bis der erste Fuß nach vorne. Dann ging ich rüber an so einen Fenstersims, so ein ganz tiefer, an so einem großen Schaufenster, setzte mich hin, atme tief gleichmäßig ein und aus und realisierte so langsam aber sicher, was gerade passiert ist, dass mein Körper mir gerade die
rote Karte gezeigt hat, und zwar die dunkelrote Karte. Dass Signale, die ich die ganze Zeit missachtet habe, ignoriert habe, bewusst ignoriert habe, weil Männer, macht ja nichts, schaffe ich schon, das geht schon wieder vorbei. Ja, das habe ich realisiert. Mir ging es in dem Moment nicht gut, weil ich wusste, das ist ein Hilfeschrei deines Organismus, das ist ein Hilfeschrei deines Geistes und deines Körpers, und eher des Geistes, aber der Körper reagiert drauf. Da du nicht reagieren möchtest, zieh dich jetzt dein Körper ins Aus und gib dir eine Auszeit. Dann habe ich es auch tatsächlich geschafft, ins Hotel zurückzugehen. Es war anstrengend ohne Ende. Dann habe ich mich 48 Stunden ins Bett gelegt. Hatte dann extremen Unterzucker, musste unbedingt ganz schnell Schokolade essen, weil ich brutal Unterzucker, weil das so ein Höllenszenario war für meinen Körper und für meinen Geist, vor allem für den Geist. Da lag ich 48 Stunden ins Bett und wollte mich nicht mehr bewegen. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, mich zu bewegen. Ich hatte Höllenrespekt davor, rauszugehen, mich mit Menschen zu konfrontieren. Geräusche waren völlig überladen. Es war alles zu laut. Ich habe zu meinen Mädels gesagt, Mädels, bitte tut mir echt den Gefallen, seid ganz leise. Ich habe Fernsehen geguckt, den Fernseher ist so leise gedreht, da war so, dass sie nichts gehört haben, aber für mich war es immer noch laut. Das war, ja, mein Körper war völlig, völlig im Aufruhr. Alle Sinnesorgane waren übersensibilisiert, also Ohr, Gehör vor allem, übersensibilisiert, Licht, das komplette Programm. Es war für mich 48 Stunden ultra seltsam, weil ich keine Energy mehr hatte, null Energy mehr hatte. Ja, das war der Anfang vom Burnout, denn dann kam noch was dazu, das letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein Fass nimmt mit Wasser, dann könnt ihr es voll machen, dass sogar noch ein bisschen über den Rand oben drüber steht durch die Oberflächenspannung. Da reicht aber dann ein Tröpfchen in dieses Fass und dann läuft das Wasser über. Und das war 2014, der Todesfall von meinem besten Freund, der nachts umgefallen ist. Zack, peng, tot. Und ich es am nächsten Morgen per WhatsApp erfahren habe, ja, das war der Rest. Und ab dem Moment war es für mich ein Höllenszenario. Ja, Todesfall vom besten Freund, nachts tot umgefallen. Ich war sowieso übersensibilisiert, war sowieso so in der Schwebe, so immer mit einem Fuß noch im Aus. Hatte da aber schon zu der Zeit kräftig zurückgefahren, den Sport reduziert, die Aufträge reduziert, mehr Freiraum gelesen, alle möglichen Sachen ausprobiert, Meditation, um wieder in die Bahn zu kommen, wieder ein Gleichgewicht zu finden. Ich war da auch zu dem Moment, ich war auch in der Zeit beim Arzt zu einer sogenannten Herzvariabilitätenmessung. Ergebnis war Katastrophe. Der Arzt kam zu mir und hat gemeint, Herr Triendorfer, in diesem Zustand, wie Sie sich gerade befinden, das, was ich da sehe, auf diese Auswertung, reicht für 14 Tage Intensivstation. Und ich, wie bitte? Also Herr Triendorfer, solche Werte habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie in meinem Leben habe ich solche katastrophale Werte einer Herzvariabilität gesehen. Ihre Herzberuhigung, ihre innere Ruhe ist bei Null. Da ist gar nichts mehr messbar. Und Ihre Herzkohärenz ist so out of order. Sie sind auf dem Blatt Papier, wo das, die untere Hälfte, die DIN-A4-Seite, die Berechnung ist, wo das Maximum bei 1000 ist. Das Maximum. Und man dürfte nur bei 800 maximal sein. Das ist die oberste Grenze. Geht Ihr Balken in Rot über das DIN A4? Das gehört gar nicht mehr auf. Das habe ich noch nie gesehen, Herr Triendorfer. Sie müssen noch mal kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Werte jetzt so stimmen. Ja, nächsten Tag noch mal das Gleiche. Gleiches Spiel in Grün, Herr Triendorfer. Das sieht nicht gut aus. Und ich zu meinem Arzt. Ja, und jetzt? Und dann hat er gesagt, Herr Triendorfer, ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie ticken, dass Sie Leistungssportler sind, diszipliniert sind, ehrgeizig sind, perfektioniert sind. Gebe ich Ihnen jetzt einen wertvollen Tipp und den können Sie annehmen oder Sie können nicht annehmen. Es gibt Männer wie Sie, die bekommen ein Jäckchen, da
Das macht man hinten zu. Die werden zwangsentsorgt. Und ich, wie bitte? Ja, Herr Drinbacher, das sage ich Ihnen, weil ich Sie gut kenne und weil ich weiß, dass Sie die Wahrheit vertragen. Männer wie Sie, die nicht hören wollen, die immer denken, dass sie die Stärksten sind, alles überstehen, die werden irgendwann mal zwangseingeliefert. Was heißt das? Ja, sie bekommen ein Zwangsjäckchen. Das heißt, solche Männer wie Sie treiben es irgendwann so weit, bis sie durchdrehen, bis sie einen völligen Ausraster bekommen, bis sie völlig ausflippen, sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Und unter nicht mehr unter Kontrolle heißt, dass mehrere Männer kommen müssen und sie festhalten müssen, Jäckchen anziehen und sie entsorgen, weil sie für die Gesellschaft nicht mehr zumutbar sind. Ja, das hat gesessen. Das hat mehr als gesessen. Und mir war klar, okay, du weißt, was du tun musst. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, ich wusste, was er sagen wollte. Er hat gesagt, nein, ich nehme keine Tabletten. Ich werde keine Tabletten nehmen. Ich nehme keine Psychopharmaka. Der Arzt, der mich gut kennt, hat gesagt, ich dachte es mir, ich weiß es. Was ist Ihre Idee? Das habe ich ihm erklärt. Neues Zeitmanagement, weniger arbeiten, mehr Ruhephasen, Meditation, Stress runterfahren, vor allem Meditation, Buch lesen, Ausdauersport im unteren Bereich, um runterzukommen. Ich sage, ja, diese Chance besteht, es ist eine 50-50er Chance. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, dass Sie es schaffen. Ja, das war die Ansage und dann bin ich dran gewesen. Dann bin ich genauso vorgegangen, wie bei allem anderen, was ich auch gemacht habe, diszipliniert, umgesetzt. Und ich habe heute noch den Gedanken im Kopf, was ich damals gedacht habe, so nach ein paar Wochen, nicht meinem schlimmsten Feind wünsche ich sowas. Wisst ihr, wenn man einen Arm gebrochen hat, wenn man ein Bein gebrochen hat, wenn man körperliche Schmerzen hat, dann lass sich da immer was machen. Aber wenn die Birne nicht mehr funktioniert, wenn da oben dieses Teil, der Gehirnstoffwechsel, die Hormone Dopamin, Serotonin, und Melatonin, Stresshormon, Cortisol, wenn alles das durcheinander ist, wenn das komplett zerstört ist, ist das so eine Scheißherausforderung, weil man in Denkmuster verfällt, die man so nicht kennt. Die sind einem so davor unbekannt. Man ist ein Freudenmensch, man ist immer gut drauf, immer perfekt und der Tag ist schön und wenn es regnet, ist trotzdem schön, wenn es Dorn und Hagel ist, trotzdem schön und wenn noch so viele Probleme anstehen, ja und es gibt immer eine Lösung und dann kommt der Tag, wo sich das komplett dreht um 180 Grad, die Tage sind nicht mehr schön, obwohl draußen die Sonne scheint. Probleme, die vorher mini waren, werden riesengroß. Man wird vor Aufgaben gestellt, wo man denkt, das werde ich niemals schaffen, das schaffe ich nicht mehr. Es entstehen Ängste, Versagensängste, Verlustängste, Zukunftsängste, was nie da waren. Die waren nie da, niemals waren die so da, natürlich ein bisschen immer, aber nicht in diesem Ausmaß. Die haben sich alle maximal verstärkt. Ja. Und du fängst an dir selber zu zweifeln. Du fängst an, deine Stärke, die du über Jahre hinweg aufgebaut hast, Step by Step abzubauen. Du fühlst innerlich, wie du schwächer wirst. Du fühlst innerlich, wie du nach Rat suchst und weißt, es kann dir keiner helfen. Es kann dir niemand helfen. Du bist der Einzige, der dir helfen kann. Du kannst Informationen, du kannst alles Mögliche holen, das hatte ich schon. Aber helfen kannst nur du dir ganz allein. Nur du hast die Macht dazu, dir zu helfen. Und du spürst, dass diese Kraft immer kleiner wird, dass dieses Vermögen, dich zu kontrollieren, dir komplett aus den Händen gleitet. Das ist ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, weil es ein furchtbares Szenario ist. Weil es Hilflosigkeit ist, Angst ist, tiefste Ängste, die in dir stecken. Völlig hilflos zu sein, du siehst dein Leben dahinbröseln, du siehst die Mauern zerfallen, du siehst die Burg einstürzen, du siehst das Schloss sich auflösen, du siehst, wie du die Kontrolle verlierst, du siehst, wie du
den Bezug zu deiner Frau verlierst, zu deinen Kindern verlierst, du hast eine Hölle im Kopf, denn von morgens bis abends. Und du kämpfst. Du kämpfst jeden Tag dagegen. Jeden Tag kämpfst du dagegen. Intuitiv willst du es nicht wahrhaben. Und dieser Kampf, sich dagegen zu wehren, ist unglaublich anstrengend. Unglaublich anstrengend. Es erschöpft dich, es zieht dich leer und trotzdem, du musst, ich bin selbstständig, ich musste meinen Mann stehen, ich musste arbeiten, ich hatte keine Chance, ich konnte mich nicht komplett rausziehen. Ich habe meine Arbeitszeiten um 30-40% verkürzt, ich hatte in diesem Jahr den schlechtesten Umsatz, den ich je gehabt habe. Ja, es war schwierig und das kommt auch noch dazu, dass du dann Existenzängste bekommst. Du kannst deine Familie nicht mehr versorgen, du bist ein Loser. Du bist eine Pfeife, du siehst dich schon abstürzen, du siehst dich unter der Brücke. Jetzt, wenn ich mich wieder reinversetze, das ist ja immer das Problem, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass man dieses Szenario im Kopf nochmal mitmacht und es fühlt sich nicht gut an. Deswegen sitze ich auch hier vor der Kamera und erzähle euch das. Es fühlt sich nicht gut an. Und ich möchte mit dem, was ich euch hier erzähle, natürlich auch jedem, der ja, das fühlt, da schon der Anfang da ist, natürlich eine Hilfestellung geben, euch sagen, es ist ein harter Weg, es ist ein verdammt harter Weg. Du kannst nur Hilfe annehmen, helfen kannst du dir nur selber, denn es muss bei dir Klick machen. Die Tablette ist die schlechteste Lösung, denn sie hilft dir nicht, die Ursache zu beheben. Es geht darum, Ursachen zu beheben. Verhaltensweisen neu aufzubauen, komplett neue Strukturen aufzubauen. Glaubenssätze, die sich in diesem Moment in unserem Gehirn verankern, wieder zu überschreiben, es ist ein Kampf. Wenn du vorweg, du warst davor ein Sunnyboy, du warst davor ein glücklicher Mensch und auf einmal ist es bei dir dunkel. Und zwar dunkel, in der schwärzesten Hölle sitzt du. Du hast den ganzen Tag nur negative Gedanken, ständiges Grübeln, ständiges Hinterfragen, ständige Ängste, ständige Verlust, Versagensängste, Absturzängste. Absturz bzw. Verlust von gesellschaftlichen Status. Ja, das trifft Männer hart, Die Ängste, deine Familie nicht mehr versorgen zu können, die Ängste deiner Tochter, deinen Kindern kein guter Vater mehr sein zu können, das trägt alles über und alles dieses Szenario prasselt auf dich ein. Und dann heißt es Stärke beweisen. Es ging 2 Jahre. 2 Jahre war es ein unglaublich harter Kampf, in dem ich alles ausprobiert habe, in dem so viele Dinge ausprobiert habe, so viele neue Dinge ausprobiert habe. Lesen, meditieren, meditatives Training, Atemübungen, einfach sehr viel. Und jetzt, nach dieser langen Zeit, nachdem ich jetzt hier vor der Kamera sitze und mal auf die Uhr gucke, dass ich schon wieder so lange laber, unglaublich, aber es ist halt einfach eine Geschichte, die lässt sich nicht in ein paar Minuten erzählen. Kann ich euch eins sagen? Man geht immer aus sowas ganz Schmerzhaften, geht man gestärkt hervor, wenn man es geschafft hat, wenn man den Glauben an sich selbst nicht verloren hat. Ich habe dadurch angefangen, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen hätte ich mich davor nie beschäftigt. Ich habe dadurch angefangen, mein Universum, mein Denken, meine Glaubenssätze zu verändern, meine Verhaltensweisen zu verändern, wo ich heute davon sehr stark profitiere. Nicht nur ich, sondern meine ganze Familie, mein ganzes Umfeld und natürlich auch meine ganzen Coaches, die heute mit mir zusammenarbeiten, die profitieren von meiner dunklen Seite, die ich fast 2 Jahre hatte, profitieren die davon. Ich habe einen Resilienztrainerschein gemacht. Ich habe einen Motivationstrainerschein gemacht, ich habe einen Burnout-Präventionstrainer gemacht, ich bin noch mittendrin in der REKVT, rationale, emotive, kognitive Verhaltenstherapie. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen zu diesem Thema. Ich habe mich unglaublich in dieses Thema reingehängt, weil, ich habe es euch vorher gesagt, ich wünsche meinem schlimmsten Feind nicht diese Krankheit, denn die ist furchtbar. Die ist schlimm, wenn der Gehirnstoffwechsel sich verselbstständigt. Ist das Leben kein Spaß mehr. Es ist die Hölle. Und wisst ihr was? Ein Schmerzmittel kann man nehmen oder man kann auch einen Schmerz irgendwann ertragen. Aber wenn die Birne die ganze Zeit dir Gedanken projiziert, Bilder ins Hirn projiziert von Höllenszenarien, du nachts nicht schlafen kannst und auch selbst in der Nacht im Schlaf du Träume hast, Albträume hast, Verlustträume hast, Angstträume hast,
du Höllenszenarien hast, du bist den ganzen Tag fix und fertig leer, komplett, du hast keine Lebensenergie mehr, du fühlst dich nicht mehr wohl. Und heute, nachdem ich das alles hinter mir habe, hört sich es vielleicht für den einen oder anderen seltsam an, aber ich bin froh, dass ich es erlebt habe und froh, dass ich heute dieses Wissen habe und froh, dass ich heute dieses Wissen an meine Coaches weitergeben kann, denn ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich schon spüre, wo ich innerhalb von Sekunden merke, hier wird es Zeit, hier ist jemand, der braucht scheiße viel Aufmerksamkeit. Hier ist jemand, der ist schon mit einem Schuh in der Tür für den Burnout und dann für die nachfolgende Depression, habe ich vergessen zu sagen, denn nach einem Burnout erfolgt in der Regel auch noch eine Depression dazu. Eine Depression, die auch Menschen ins Verderben schicken können, Menschen ins Grab bringen können, Menschen einsam machen können, Menschen medikamentenabhängig, alkoholabhängig, drogenabhängig machen können. Und diesen Menschen kann ich zwischenzeitlich helfen und das ist sensationell und da habe ich ja riesen Spaß dran, Menschen präventiv frühzeitig zu erklären, auf was sie achten sollen, mit welchen Maßnahmen sie tatsächlich eben diesen Burnout verhindern oder wenn sie im Burnout drinstecken, was sie tatsächlich tun können. Denn wenn du einen Burnout gehabt hast, wenn du eine nachfolgende Depression gehabt hast, weißt du es, wie es sich anfühlt und du kannst Tipps geben. Ob es funktioniert, ist immer eine 50-50er Chance. Ist immer eine 50-50er Chance, ob der Mensch die Kraft, die Energie hat, es umzusetzen. Ich hatte sie. Ich hatte sie und da bin ich auch dankbar für meinen Wettkampfsport, den ich bis zu diesem Zeitpunkt natürlich gemacht habe. Denn der hat mir eine hohe Stärke gegeben, eine Stärke gehabt, nie aufzugeben, nie den Kopf in den Sand zu stecken, niemals aufzugeben. Das war mein Motto. Egal wie schlecht es mir ging, egal welche Gedanken ich hatte immer diesen Gedanken, Andreas, du gibst nicht auf. Andreas, das Leben ist es lebenswert. Andreas, geh diesen Weg. Es hat einen Grund, warum du diese Aufgabe bekommen hast. Das war mein Denken. Das war mein Denken. Andreas, du hast eine Aufgabe bekommen und steh die Aufgabe durch, weil es Menschen gibt, die dich brauchen, weil es Menschen gibt, die auch irgendwann mal auf deine Hilfe angewiesen sind. Es war mein Rettungsanker, die Disziplin, das Durchhaltevermögen, die innere Stärke, die Resilienz, die ich dort hatte, es tatsächlich zu überstehen. Und heute bin ich tatsächlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich heute ganz vielen Menschen helfen darf. So. So, das war jetzt eigentlich was ganz anderes, was ich machen wollte. Denn eigentlich wollte ich euch sagen, dass jetzt 2019 gerade der Sonntag da ist, ich wunderschönes Wetter habe, Lebensfreude habe ohne Ende, innerliche Lebensenergie habe, dass ich Bäume rausreißen könnte. Und zwar keine kleinen, sondern diese fetten, großen Bäume. Es strahlt von innen raus und das ist mega. Wisst ihr auch warum? Weil ich gerade dabei bin, mich, wenn alles gut läuft, auf den Wettkampf vorzubereiten. Ohne es an die große Glocke zu hängen, ohne jetzt irgendwie Comeback bla 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 zu machen, sondern einfach zu tun. Einfach die Entscheidung zu treffen, ja, ich tue es. Ja, ich tue es. Ich habe verdammt viel zu tun im Geschäft. Ich habe verdammt viel Arbeit. Aber dadurch, dass ich gelernt habe, mit Stress umzugehen, dadurch, dass ich gelernt habe, zu meditieren, dadurch, dass ich mir jeden Tag Auszeiten nehme von 3x10 Minuten, 30 Minuten Investment in meine Ruhe, habe ich eine unglaubliche Stärke aufgebaut. Einen unglaublichen Power, mehr Power wie je zuvor und das mit 53. Und das ist so geil. Und das feiere ich gerade selbst. Ich feiere das gerade selbst, diese unbändige Energie in mir. Selbst wenn ich rede, kriege ich Gänsehaut, Freunde. Ich habe momentan so viel Energy, dass ich die Welt aus den Angeln, nicht nur die Welt, sondern das Universum aus den Angeln heben kann. Und wisst ihr, wie geil sich das anfühlt mit über 50? Und wisst ihr, wem ich das zu verdanken habe? Der Achtsamkeit. Das Achtsamkeitstraining hat mich gerettet. Meditation, Achtsamkeitstraining. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das hat mich gerettet. Und ich bin jetzt gerade dabei, mich einfach stillschweigend auf den Wettkampf vorzubereiten. Wieder diesen Fokus aufzubauen, aber nicht diesen Perfektionismus. Ich mache einfach mit, ohne Anspruch, welchen Platz. Ich mache mit, weil ich Spaß daran habe. Ich mache mit, weil ich einen riesen Spaß daran habe, mit über 50 noch diese Leistung zu bringen, weil ich Spaß an der Arbeit habe, Spaß am Sport habe, Spaß an dieser Disziplin habe. Einfach auch mir selber zu zeigen, Andreas,
Du kannst das. Warum? Weil du innerlich eine Riesenstärke aufgebaut hast. Durch was? Durch eine neue Eigenschaft. Durch Meditation. Durch Achtsamkeitszeiten. Durch eine ganz einfache Maßnahme. Das ist keine Raketentechnik. Natürlich habe ich gebraucht, Freunde, das geht nicht so. Ich habe lang gebraucht, bis ich meinen Weg gefunden habe. Meinen Weg der Meditation. Es gibt unterschiedliche Meditationsgrundlagen. Vom Singsang über Musik, über Atemübung, über ins Eck sitzen, Räucherstäbchen anzünden und ja, funktioniert auch. Aber ich habe die Herzvariabilität gefunden. Das, was ich mal zum Test gemacht habe, wo ich hundsmiserabel abgeschnitten habe. Da habe ich zwischenzeitlich so geile Werte. Und wisst ihr was? Es ist so mega, wenn man die Macht entdeckt. Die Macht der Entspanntheit, die Macht der inneren Ruhe. Sensationell. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Das war ein ganz langer Video. Ich werde euch ein bisschen was bis zu meiner letztendlichen Wettkampfteilnahme, die ich machen werde, werde ich euch ein bisschen versorgen. Aber ihr werdet nicht jetzt im August die Infos bekommen, sondern erst dann ganz zum Schluss wird es eine schöne Serie geben, ja, wo ich euch den Weg zeige, den ich gehe, zum Thema Bewegung, zum Thema Training und vor allem das Wichtigste überhaupt, um solche Sachen machen zu können, diese innere Stärke, diese Resilienz, Stressstärke, mit Stress umgehen zu können, sich bewusst sein, was man alles kann, dieses Yes, ich kann es, jawohl, ich habe diese Kraft, ich habe diese Stärke. Warum? Weil ich Herr über meine Gedanken bin. Denn das, was wir denken, sind wir.